Sir. Also, was ist Soap überhaupt für ein Name? Sich verändern, desto mehr bleibt gleich. Grenzen ändern sich, neue Mitspieler erscheinen, aber Macht findet immer einen Ort. Wir haben mit den Russen gekämpft und geblutet. War eigentlich klar, dass sie uns dafür hassen. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben und ich dachte, wir wären das. Schaltet man einen Feind aus, finden sie einen noch schlimmeren Ersatz. Orte ändern sich. Der Grund, das Ziel. Feinde von gestern sind die Rekruten von heute. Beten wir, dass sie sich nicht plötzlich entscheiden, dich zu hassen und die Seite zu wechseln. Jeden Tag die alte Leier. Sie wissen, was ich suche, Sergeant Foley. Halten Sie die Augen offen. Eine neue Gruppe geht durch die Grube, Sir. Ich schicke Ihnen den Besten. Wow. Das ist doch mal, das war doch mal, das, boah, mach mal ein geiles Intro, oder? Das ist, was ist das? Das ist Modern Warfare, schon mal falsch, Call of Duty Modern Warfare 2. Das ist, ja, noch kurz das Beginn, nö, will ich nicht umkehren. Nach Call of Duty 4 kommt jetzt Call of Duty Modern Warfare 2. Und ich hab's schon durchgespielt. Ich glaube zweimal, ja. Und wow. Einfach nur wow. Muss ich sagen. Ich hab's gespielt. Ich saß vor dem Bildschirm. Die Kinnlade fiel runter. Boah. Und ups. Ja, ist schon gut. So, gut, das, ja, kein Problem hier. Was? Super. Es ist, Call of Duty, also Modern Warfare, Modern Warfare 2 spielt 5 Jahre nach den Geschehnissen von Call of Duty 4.
Ich sag dem jetzt einfach Call of Duty 6. Damit das schon mal heißt. Im Intro habt ihr ja so schön. Habe ich jetzt die Waffe fallen lassen oder wieso ist die weg? Hä? Okay. Naja, egal. Da haben wir schon Teile aus Call of Duty 4 gesehen und ich find's genial. Wirklich. Oh, und der ist ein Tiger. Shepard hier. Ich find's. Call of Duty 6 finde ich viel besser als Call of Duty 4. Nicht nur grafisch, sondern auch so geschichtsmäßig und was alles passiert. Das ist einfach. Boah! Aber ihr werdet es selber sehen. Ihr werdet es wirklich selber sehen. Oh ja. Und ja, es gibt irgendwelche, also grafisch, wir werden auch Fahrzeuge steuern. Oh ja, das wäre cool. Also, ja, nicht so speziell viel, aber wurscht. Gut. Ja, bla bla. Okay. Es fängt wie bei Call of Duty 4 an mit einem kleinen Parcours. Und der dient auch in erster Linie zum Bestimmen des Schwierigkeitsgrades. Ich hab's auf Recruit durchgespielt. Einfach mal einfachst, aber ich werde wohl hier wieder Soldat nehmen. Ich bin damit in Call of Duty 4 gut gefahren und ich hab das Gefühl, ja. Ja, nicht auf der Hälfte. Ist da noch einer? Ja. Oh, hoppala. Komm. Yep. Oh, das war gerade. Ja. Ein Ziel wissen wo? Ups, noch ein Feind vergessen. Hopsa. Ja, Soldat ist gerade perfekt. Naja, das war jetzt alles andere als vorzeighaft. Aber wurscht. Was nehme ich mir da? Ach, ich bleibe an dem, was ich habe. Naja, Soldat ist gut. Söldner, na. Ich will es nicht zu einfach haben, aber ich will auch nicht die ganze Zeit sterben. Und ich kann auch schon mal beruhigen, es wird nicht so wie bei Call of Duty 4 mit einem Selbstmord beginnen. Nein, das habe ich nicht vor. Aus eigener Dummheit sterben, das ist eine Spezialität von mir. Naja.